Herzlich willkommen zu 1000 PS TV vom BMW Motorrad Testcamp Almería 2017 Gracias. Wunderbares Ambiente, wunderbares Wetter, wunderbare Motorräder und ja, der Kuckinger und ich haben das Beste gegeben. Eh klar. Jetzt sind wir unten am Meer. Ich meine, das ist wirklich ein Wahnsinn da in Almería. Das ist einer, für mich einer der schönsten Meerausblicke, die ich kenne. Das ist gigantisch. Und da oben ist gleich das Hotel vom BMW Motorrad Testcamp Almería, wo ich jetzt das zweite Jahr da bin und wo ich einfach wirklich ja, restlos begeistert bin, weil das so großartig ist. Wie war jetzt die Fahrerei mit den beiden neuen Modellen? Bei mir ist es so gewesen, diese A9T Racer, wie ich die gesehen habe auf der Messe, bin ich niederbrochen, weil ich das einfach ja, eines der schönsten Motorräder finde, die es gibt. Das ist echt ein Traum. Und die A9T Pure, auf der ich jetzt sitze, die gefällt mir sehr, sehr gut. Aber jetzt hat die haut mich nicht so vom Hocker wie diese A9T Racer. Allerdings, jetzt sind wir gefahren damit. Das war wirklich ein Wahnsinn, weil diese A9T Pure ist dort im spanischen Bergland einfach göttlich. Das ist ein Traum gewesen zu fahren, war ganz, ganz herrlich. Und die A9T Racer, die war relativ anstrengend. Also man hat es jetzt so, wenn man das rein auf die Bilder betrachtet hat, hat man schon ahnen können, dass das ein bisschen eine ungemütliche Sitzposition ist. Und die Sitzposition ist tatsächlich ein bisschen ungemütlich. Sie ist halt sehr, sehr sportlich. Man sitzt da eben drauf wie auf einer alten Rennmaschine. Und das ist ja wirklich irrsinnig stimmig. Aber es ist nicht irrsinnig bequem. Und je enger jetzt diese Radien werden, desto schwieriger ist es, dass man einen Überblick behaltet. Und desto schwieriger ist es, dass man diese Einlenkpunkte sauber trifft. Und auch das Ausfeuern aus den Ecken ist relativ schwierig, weil du halt so tief drauf hängst und der Nacken schon ein bisschen in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Das ist, wenn du auf einem aufrechten Motorrad sitzt, ist es natürlich viel, viel leichter, weil, einfach, weil die Blickführung viel, viel leichter funktioniert. Jetzt ist es so, technisch funktioniert diese A9T Racer großartig. Der luftgekühlte Boxer mit den 110 PS, also 1170 Kubik, 110 PS, ich glaube 120 Newtonmeter und wiegen dann beide so ungefähr um die 220 Kilo, vielleicht eine 222, eine 220, diese 2 Kilo sind wurscht, die habe ich eh selber mehr. Ist jetzt auch vom Draufschauen, wenn du drauf sitzt, mit diesen zwei schönen Uhren und mit diesem tiefen Windschild, das ist wirklich wunderbar, aber wie gesagt, fahren ist nicht ganz kommod. Jetzt ist natürlich so, wenn du umsteigst, direkt umsteigst, denkst du, na habe der, wie soll denn das gehen? Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Wenn du dann länger fährst, gewöhnst du natürlich an diese Sitzposition. Und dann fällt es da sehr leichter. Aber eines ist klar, Motorräder mit dieser Sitzposition, also Supersportler, na, die müssen im Endeffekt müssen bewegt werden über 100 km/h, dann ist das wirklich super, weil dann quasi auf diesem Luftpolster schwebst, dann hast du auch keinen Druck mehr auf die Handgelenke. Aber drunter, alles was drunter ist, ist doch relativ anstrengend und wenn es wirklich langsam ist, so 50 km/h, das ist mörderisch. Also einen Tag durch die Stadt fahren ist eine echte Aufgabe mit der A9T Racer, wobei, wenn du das dann abstößt vor einem Kaffeehaus, bist du trotzdem der Kaiser. Was jetzt halt bei dem Konzept nicht ganz stimmig ist, jetzt habe ich diese super sportliche Sitzposition, aber ich habe natürlich keinen super sportlichen Motor und ich habe auch kein super sportliches Fahrwerk. Das Fahrwerk, also weil es ja immer wieder Leute gibt, die diese Teleskopgabel ein bisschen abfällig beurteilen, na, das ist ein Traum. Das Fahrwerk ist wirklich super. Es ist ein großartiger Kompromiss zwischen sportlicher Straffheit und ein bisschen an Komfort. Also, da geht man nichts ab, da müsst ihr überhaupt nichts ändern, finde ich großartig. Aber diese Motorperformance,
die ist natürlich weit entfernt von Supersport. Ich meine, das ist ja noch der alte, luftkühlte, das ist schon ein rauer Geselle und du merkst es ja auch beim Gangwechsel, es hat natürlich auch keinen Schaltautomaten, beim Gangwechsel, dass du doch relative Movements in das Fahrzeug kommen und das ist natürlich für einen Supersportler der Tod, weil da brauchst du ja, da darf überhaupt keine Unruhe ins Fahrwerk kommen, also das kannst du am Scheitel nicht einnierten, weil du Angst hast, dass die Obi reißt und insofern, ja, ist das jetzt vielleicht, ja, weiß ich nicht, wäre das wahrscheinlich gescheiter mit einem Vierzylinder. Aber ich bin nach wie vor ein großer Fan davon. Es ist halt ein bisschen anstrengend, aber oft ist ja das, was wirklich schön ist, wenn es lebt, ist meistens kompliziert. Kompliziert Hand zu haben. Und es ist aber trotzdem so, dass man sich freut, wenn man was wirklich Schönes hat. Und ich selber bin nach wie vor ein ganz großer Fan von dieser R9D Racer. Aber wenn ich jetzt gefragt wäre, heute Fahrtag im andalusischen Bergland, mit was fährst? Fährst mit der wunderschönen R9D Racer oder fährst mit der R9D Pure? Sage ich hundertprozentig, na bitte gebt mir die R9D Pure. Und warum das so ist, ist wirklich ganz einfach erklärt, weil ich einfach auf dieser R9D Pure, die ich übrigens auch wahnsinnig fesch finde, das ist ein irrsinnig fesches Motorrad, ist auch charismatisch, hat ein wirklich tolles Flair, eine tolle Ausstrahlung, ist wunderschön geformt, also da geht mir auch nichts ab, von der Optik her. Und es ist aber zum Fahren einfach irrsinnig stimmig, irrsinnig einfach und trotzdem wirklich aufregend. Und wie gesagt, du aus diesen Ecken rausfeuern, bist mit der anderen die Racer einfach viel schneller, weil du schöner ans Gas gehen kannst, weil du irgendwie die Linie, die kannst besser vorausschauen, du kannst mit dem Lenker flinker reagieren, du kannst die Linie besser wechseln, du fühlst dich viel, viel wohler und auch sicherer. Und das Sicherheitsgefühl beim Motorradfahren, das macht ja wahnsinnig viel aus. Wenn du dich unsicher fühlst, fährst du wie ein Eierbär und wenn du dich sicher fühlst, na, dann fährst du wie der Kaiser. Dieser R9T Pure ist es so, dass ich mich extrem sicher gefühlt habe, obwohl es hat natürlich keine Traktionskontrolle, aber ich habe fest aus diesen Ecken rausgefeuert, habe ein irrsinnig gutes Gefühl gehabt fürs Hinterradl. Das war wirklich super und ich habe sogar diesen Eindruck gehabt, der sicher falsch ist, aber ich habe das subjektiv so erlebt, dass der Motor spritziger ist. Aber das ist ja der ganz gleiche Motor und möglicherweise Auspuffführung, vielleicht ist in der Kleinigkeit anders, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist irgendwie das Gleiche und das habe ich aber wunderbar einsetzen können. Das war irgendwie spritziger, ja, ein bisschen verrückter bin ich mit dieser R9D Pure gefahren und das hat mir natürlich einen wahnsinnig großen Spaß gemacht. Was bei dem Motorradl ist, das Fahrwerk ist auch bei dieser R9D Pure wirklich Weltklasse, gibt es überhaupt nichts zum Aussetzen. Und da ist natürlich nicht der letzte Stand der Technik verbaut, das sieht man auch an den Bremsen, aber ich finde diese Bremse absolut ausreichend, die ist super zu dosieren, die bremst wirklich gut und das ABS, das löst so spät aus, dass ich es nicht mitgekriegt habe bis jetzt. Und habe doch relativ Feuer gegeben und das ist was, ja, wo ich sage, perfekt. Genauso soll es sein, ich habe ein ABS für den Ernstfall, wenn ich zu deppert bin und irgendwas ganz grob falsch mache, na, dann rettet mich das, aber es behindert mich nicht. Also ganz, ganz toll. Jetzt, was ich möglicherweise ein bisschen schade finde, ist, dass diese Maschine jetzt nicht den Wasserkopfboxer hat, weil dieser Wasserkopfboxer mit dem Schaltautomaten halt ganz, ganz was Leibendes ist, was ich halt beim Fahren wahnsinnig toll erlebe. Das finde ich, das ist so gut gelöst, das verdient sich jedes Motorradl. Und andererseits ist es so, ja,
Das ist halt diese R9D-Plattform, die fährt noch mit dem luftgekühlten Boxer, die fährt noch ein bisschen archaischer, die hat noch diese ein bisschen grobschlechteren Getriebe. Es macht aber beim Fahren einen wahnsinnig großen Spaß. Und eins ist ganz sicher, mit dieser R9D Pure am Berg langsam bist du nicht. Und das ist auch Wahnsinn, wie du da anlaufen kannst. Und wenn die Geschwindigkeiten halt höher werden, dann sitzt halt wie ein Segel im Wind, dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann hättest du sicher Vorteile mit der R9D Racer. Aber ich glaube eben nicht, dass sich jemand dieses Motorrad zum wirklich Schnellfahren kauft. Das, von dem gehe ich nicht aus. Nun, was soll ich jetzt sagen? Das Resümee des heutigen Fahrtages, also danke an das BMW Testcamp Almeria, das ist eine ganz, ganz großartige Erfindung. Danke an das wunderbare Wetter, danke an Spanien, dass diese Spanier noch so leibend sind und so viel Verständnis für die Motorradeln haben. Und beide Maschinen taugen mir nach wie vor sehr, aber ich würde die BMW R9D Pure nehmen. Und ich hoffe, die wahnsinnig schöne Racer nimmt man das jetzt nicht übel, obwohl es bei wahnsinnig schönen Sachen halt leicht ist, dass die dann ein bisschen eingeschnappt sind. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich. Morgen werden der Kuckinger und ich noch die S1000R und die S1000RR anreißen, schauen, wie das ist mit Euro 4. Ah ja, Euro 4, das kann man ja vielleicht kurz anschneiden. Ich habe keinen Unterschied gemerkt bei dem Motor. Das ist grandios, super gefahren. Nach wie vor ein super Klang, da geht mir überhaupt nichts ab. Das finde ich großartig, wie BMW das bei diesen Modellen, wie gesagt, bei der GS habe ich es auch schon erlebt, wie die das hinbringen, dass das einen wirklich leibenden Klang hat, trotzdem nicht laut ist und aber beim Fahren eine unglaubliche Freude macht. Ja, in diesem Sinne, bis morgen, beziehungsweise wenn es den nächsten Test, wenn wir aufspülen, in einer Woche. Alles Gute und danke fürs Zuhören. Ciao, Baba.